Einen wunderschönen guten Tag zusammen, hier ist wieder euer Lausbieber und wir spielen Hammerfing weiter. Hat jetzt ein paar Tage ruhen lassen, hat erstmal was anderes aufgenommen. Ein bisschen Ruhe muss auch sein. So, wo waren wir stehen geblieben? Das letzte Mal haben wir ja schön schon in die Tiefe gebuddelt. Da unten das Rattenloch entdeckt. So, die Höhlenmission mache ich mal aus. So, was ist mit dem Jungen? Untätige Zwerge. Das ist eigentlich immer schlecht. Die haben eigentlich immer was zu tun. So, wo wollen wir weiterbauen? Da oben gibt es einen Haufen Monster. Da werden die Pilze angebaut. Da können wir noch eine Feuerschale. Die kostet ja zum Glück nur 2 Bahn. Obwohl, da wollten wir Platz lassen. So, wir haben jetzt einen großen Steinbruch. Und die Gießerei hat natürlich nicht hierher gepasst, das war das Ganze. Aber wir können dann anfangen, uns Platz zu schaffen hier für die Gießerei. Mal gucken, was wir noch da unten drunter mit Erzen finden. So, Pumpe funktioniert, das klappt alles. Eine Feuerschale. So, oh, wir können mittlerweile 14 Zwerge. So, wichtig ist Oberwelt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir irgendwas kontrollieren können. So, hat sich hier irgendwelche Grenzverläufe. Da wird fleißig überall Krieg geführt. Sachen von der Oma braucht man nicht mehr. Oder vom Großvater. So. Da kann man das verkaufen und. Okay. Wir bauen jetzt hier einfach mal das Ding aus. Produktionsbonus. Was für ein Produktionsbonus? Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den können wir abreißen, jetzt wo wir hier den großen Steinbruch haben. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir jetzt. Genau, wir hatten 2 Steinmetze, dann lasse ich das jetzt aber noch. Mit den 2 Steinmetzen. Ah. Wartet, genau. Gold. Und wir konnten doch. Genau, das Werkzeug. Jetzt muss ich mal. Der kriegt. Der hat das doch schon als Werkzeug. Okay, jetzt bin ich irritiert, warum der das nicht als. Zum Steinmetzen benutzt. Und der hat. Noch nicht. Dann geben wir dem das noch. Da stellen wir noch mal eins her. So, so und so. Da haben wir Kupfer, das ist gut. Sind. Ja. Gut. Und da kann ich auch noch unten buddeln. Und noch auf den Kupfer. So. Da war das Ziel
jetzt irgendwann mal zu upgraden, aber wir haben weder die Haut noch die Knochen. Da wird schon wieder fleißig Krieg geführt. Man kann ja fast nirgendwo mehr Material kaufen. Ich will doch nur kaufen. Es gibt nichts. Da gibt es die Felle. Nützt mir natürlich aber nichts, wenn ich... Das ist ein bisschen arm, die Felle. Die haben ein Sägewerk. Wir wollen natürlich weiter nach unten buddeln. Genau, die Toleranz. Bewegungstempo ist natürlich auch immer gut. Und wir könnten aber hier die Maschinen sind eigentlich mit das Wichtigste. Diesen Fahrstuhl brauchen wir. Da haben wir jetzt eigentlich schon alles. Also ein bisschen Mörtel habe ich, das ist gut. Also können wir jetzt die große Schmelze gleich in Betrieb nehmen, wenn wir uns hier durchgearbeitet haben. So, und dann können wir gleichzeitig mal noch gucken, ob wir noch Zwerge anwerben können. Stein, Maschinenverlopfer direkt weg. Erkenntnis ist recht gut. Der hat eine extrem hohe Grimmigkeit. Ein idealer Bergarbeiter. Kunstschmied, Träger, Milizionär, Landwirt. Gut, hat er nichts, genau nichts davon. Oh, schöner Allrounder. Arkanistenentdecker. Schon von dem klar. Ne, da haben wir. Das ist natürlich cool mit den Clans, dass die auch entweder man mag den Clan nicht. So, wo latschen die alle lang? So. Natürlich, ich nehme jetzt. Was soll's? So, der wird. Was wird er denn? Bergarbeiter. Da ist er leider recht gut drin. Mittlerweile auch mittlerweile
zügig. So, was machen wir denn mit dem? Der kann noch Forschungspunkte ausgeben. Soziale Kompetenz. Gibt Erkenntnis immerhin. Wo er das wichtigste Attribut? Nehmen wir doch. Abbauen. Jetzt noch ein bisschen Kohle. Fast übersehen. Und dann können wir hier auch anfangen, ein bisschen schön zu, das Ganze ein bisschen schön zu machen. Da hätte ich mir natürlich gewünscht. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich da irre, aber vielleicht so mit anderen Ausschallspielen, so ich sag mal Oxygen Not Included oder so, wo man dann direkt einen signifikanten Bonus hat aufs Bewegen, wenn diese Wege ausgebaut sind. Ich kann mal gucken. Dämmerlicht, Bergarbeiter, ne, steht zumindest nichts dran. So. Und hier waren wir relativ weit unten. Wir bereiten das jetzt hier direkt schon alles vor für den Fahrstuhl. So. Die Treppe. Dann fließt das Wasser hier zwar nach unten. Das ist mir egal. Erhält, da können keine Monster mehr spawnen. Gut, hier vielleicht schon, aber da kommt kein Monster rüber durch das Wasser, das ist nicht so schlimm. Wie sieht es hier aus? Da haben wir die Türen. Oh, da kann man die Kohle abbauen. Genau, da hat man das markiert schon zum Abbau. Ach ja, und hier sind wir fleißig nach unten buddeln. Zur Rattenhöhle. Das Wasser raus. Ja, okay, also fühlt sich das jetzt hier langsam. Die Ratte ist schön unter Wasser. Wir werden angegriffen von einer Armee an Ratten. Aber gar nicht schlimm, gibt uns Rattenhaut. Felle. Ah, gucken wir mal, ob wir es ausbauen können gerade. Probieren wir einfach mal. Alles ab. Die Gießerei ist einfach zu riesig. Bauen wir halt zwei Bahnhöfe hier relativ nah beieinander. Oder wir ziehen es noch komplett bis nach unten durch. Zwergensaal. Ja, den bauen wir dann hier daneben. Irgendwo hier hin. In das Gebiet. Aus. Haben wir das jetzt endlich gebaut? Nee, weil mir Holz fehlt. Wo kann ich denn Holz jetzt? Wo ist denn das? Wie heißt der Holzhandel? Holz kann man immer gebrauchen.
Mit dem Anbauen dauert halt mir noch zu lange. Forschung, wo haben wir es denn? Da, Brauen. Ah ne, brauche ich die Imkerei vorher. Ah, nicht dran gedacht. Wir müssen eh in die Tiefe buddeln. Ich muss noch mehr Bergweisheiten organisieren. Vielleicht können wir auch. Ne, hier nicht. Arkanistenwerkstatt, ach, das braucht auch Fälle. In rauen Mengen. Also, wir könnten jetzt den Mörtel hier mal einstellen. Obwohl, 10 Mörtel Vorrat haben sollte ich eigentlich. Und dann habe ich auch den Kalkstein. Steine und die der so ein bisschen schneller aus dem Vorrats kommen hier. Also den Thronsaal wäre ich natürlich nicht abgeneigt, wenn wir den noch fertig kriegen. Und natürlich wichtig für diese Reihe. Und dann sammeln wir Bergweisheit, damit wir diesen Fahrstuhl endlich bekommen. Fleißig. Und da fehlt noch das Holz und dann buddeln wir aber trotz alledem uns hier schon mal durch. Der möchte ein Nickerchen machen, kann er. Und vielleicht ist es wirklich eine Überlegung, hier auch noch ein Lager zu bauen. Oder weiter unten. Eisenbahnhammer, Stützträgerhammer, Mörtelhammer. So, dann machen wir aber hier. Genau, wir setzen hier die Priorität ein bisschen nach unten. Genau, für bestimmte Steinmetzbrücke ist ein größerer Steinbruch erforderlich. Genau, wahrscheinlich um diesen Mörtel herzustellen. Buddeln. Da geht es auch nach unten. Der kriegt auch seinen Kamin. Das ist so das Einzige, was ich überbauen kann. Ja, die haben sie jetzt mal einen Knochen hingebracht. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einen Großangriff. Sollte ich genügend Fell und sowas bekommen und dann lasse ich das nämlich auch stehen. Vielleicht spawnen dann immer wieder neue Monster. Baustellen gleich. Oh, da ist sie gleich fertig, die
Gießerei. Dann kriegt die nämlich eine hohe Priorität und die hier oben eine mittlere Priorität. Genauso die eine mittlere und das Ding eine hohe Priorität, bevor uns da irgendwas zur Neige geht. So. Da. 20 Stahlträger sollten wir da haben. Eisenbarren sollten auch 20 da haben und vor allem Metallplatten. Nehmen wir natürlich die aus Kupfer. Und da wird schon fleißig gekämpft. Und jetzt haben wir auch nämlich genügend Felle. Kunden hier, Junge. Wenn du schon mal hier bist. Lauf doch nicht immer weg. Okay, da geht es nicht weiter. Jetzt können wir hier gucken, wie es hier weitergeht. Bergweisheit. Oder können müssen wir jetzt wirklich diese Missionen machen? So, wie sieht es hier aus? Oh, sie verkaufen endlich mal wieder was. Sind vielleicht nur drei Upgrade-Slots. Oh. Schaffen wir uns jetzt endlich mal in der ersten Behausung? Nein. Schneiderproduktion ausgerüstet. Nein! Warum nicht? Sehr gut, das Wasser läuft nicht ab. Was? Gut, die Gesetze der Physik werden gerade neu geschrieben, aber ist okay. Großartig was zu tun. So. Schneiderwerkzeug kann ich nicht herstellen, weil ich wahrscheinlich kein Schneidern habe. Im Moment hapert es gerade so ein bisschen an Bergweisheit. Wie kriegen wir den am ehesten? Wahrscheinlich noch darüber.
Fleisch haben wir genug. Schade, dass man die Höhle nicht abreißen kann. Das wäre ein schöner Standort hier neben der. Ah, da kann man hier. Das ist eine ganz gute Idee. So, da haben wir die Säule. Und dann können wir hier einfach noch ein Lager errichten. Fleißig wie wir sind, bauen wir hier noch einfach alles ab. Da gibt es Silber, das ist gut. Furchtstein, Platin. Wie weit sind wir denn jetzt überhaupt schon? Okay, wir haben noch ein ganzes Stück nach unten vor uns. So, wir kopieren das jetzt einfach von hier oben. Kopieren. Einfügen. Wow, jetzt sind sie schon wieder direkt fleißig am Zusammensuchen. Kaufen, das lohnt sich aber nicht. Da könnten wir einen zwergischen Dachposten, eine Festigung. So, vier Mörtel müssten wir haben. Lass mich mal gucken, Hauptbuch, genau. Wo finde ich Myrte? Da. Sieben Stück. Komm, dann bauen wir nur, weil wir es können. Den Thron. Oh Gott, der passt genau drunter.
gewachsen. Ja, dann haben sie es geändert. Früher hat man fürs Höhle erkunden. So, wir greifen jetzt hier an. Und wir buddeln dann einfach noch weiter hier in die Tiefe. Wir müssen mehr erkunden. Na, ihr Zwerg mit wenig Gesundheit. So, wie sieht's hier aus? Mal weiter buddeln. Da geht es auf alle Fälle schon wieder weiter. So, wir brauchen 17 von 20. Wenn ich das hier erkundet habe, habe ich dann. Da gibt es immer 10 Bergweisheit, das ist schon mal gut. Da können wir uns das Schneidern holen. Das Lager ist auch schon wieder voll. Wahnsinn. Aha. Okay, also das funktioniert nicht. Sobald man eine Treppe baut, fließt das Wasser nicht ab. Gut zu wissen. Silber da. Kennt man kaum. Sehr schön. So, haben wir noch ein bisschen Bergweisheit dazu bekommen. Ah, hier sind die Pilze. Hier sind die Pilze. Sehr gut. Ah, da kann man dann die fürs Holz ernten. Das eigentlich brauche ich das Schneidern, Trägersack. Aber nur für die Nadel, dann lieber. Nee, wir sparen. Der Fahrstuhl ist um einiges wichtiger als so eine blöde Nadel für eine so eine Hütte. Bis ich mir die anderen leisten kann. Oh, hier müssen wir auch aufpassen. Brauchen wir bald ein zweites Gewölbe. Ach, das können wir hier bauen. So. Genau, das brauchen wir eigentlich auch noch. Gucken, ob es das hier gibt. Wir buddeln jetzt einfach hier nach links und rechts in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen und hier gibt es auch so viele Gegner, dann können wir das hier oben auch alles abbauen. Neue Entdeckung. Ah. 25 Bergweisheit. Wo sind die Mauern da?
bauen. Da kann ich nämlich immer schön die Tür reinsetzen. Und dann machen wir einfach immer noch eine Feuerschale davor. Das müssten wir eigentlich kriegen, dieses blutendes Atrium. Das müsste ich eigentlich finden. Da sind sie fleißig. Dann bauen wir eine neue Entdeckung. Grotte gefunden. Wo? Ah, eine leere Grotte. Ja. Schade, aber gibt mir immer ein. Ah, 29. Oh, jetzt müssen wir. So, vielleicht schaffen wir das noch. Maschinen. Wo schon gekauft? Da nicht. Da. Und da sind die ganzen Fahrzeuge. So. Schmiede. Der hat die Metallplatten. Ich glaube, dann machen wir direkt. Das haben wir noch und Granit. Der werden direkt 20 hergestellt. So. Und dann fangen wir an zu planen. Das ist der wichtigste Aufzug hier eigentlich. Wir bauen einen Bahnhof. Der Bahnhof kommt hier hin. Und wir bauen einen Bahnhof. Dahin. Dann wird das können wir dann abreißen. So, und wir fangen dann an. Dann kommt die lange Aufzugsschiene. Und wir brauchen natürlich einen Bahnhof. Nee. Beides nicht. Aber vielleicht langt es ja schon. So, und dann planen wir hier den ersten Abschnitt. Gucken, ob wir den jetzt noch fertig kriegen im Schnelldurchlauf. So, sehr schön. Und los geht's. Da haben wir dann ein paar Zwergepunkte zur Verfügung. Der braucht Erkenntnis, ist der Steinmetz. Ja, Robustheit ist eigentlich immer super. Mechanisches Graben fehlt mir. Dann lasse ich das mal. Den Punkt. So, ich sitze. Fährt jetzt hier ein Fahrstuhl schon? Nein. Eisenbahn. So. Mhm.
Zwergen sah. Bauen wir noch hin. Können wir sogar noch ein großes Gebäude hinbauen. Ist aber schön zentral dann. Und stattdessen wird noch ein Bahnhof hier gebaut, auch wenn es nur so ein kurzes Stück ist. Und dann bauen wir noch einen Bahnhof. Einer Ebene. Vielleicht passt das ja. Ah, perfekt. Und da bauen wir noch den zweiten Weg und dann kommen da die Schienen. Weg damit. Und auch damit. Was haben wir hier? Sehe ich wieder nicht. Ah. So. Und dann können wir noch einen zweiten Wagen bauen. Was halt cool wird, wenn wir dann hier das hier oben haben, Zahnradgetriebe, können wir auch Eisenbahnen bauen. Das heißt, wir können auch in die von links nach rechts bauen. So, und da ist doch unser Thronsaal. Vorbildlich. Ah, das hat sich zum letzten Mal auch geändert. Was haben wir denn da? Erste Hammerting. Sitzung im Zwergenzahl. Zwerge, die an den Debatten teilnehmen, leiden während der Sitzung unter mehr Hunger, Gier und Erschöpfung. Okay, aber cool gemacht. Also wir führen jetzt quasi eine Debatte durch und okay. Jetzt wird hier eine Debatte gestartet, finde ich cool. Es gehen alle Zwerge hin. Alle! Dann gibt es wahrscheinlich eine große Schlägerei. Und dann wird eh das gemacht, was ich sage. So. Ist es jetzt verabschiedet? Ja. Ah, und das läuft dann immer eine Zeit lang. Okay, cool. Finde ich gut. Finde ich echt gut. So, Gesetze. Wir sind die Zwerge. Wir machen jetzt einfach mal ein Gesetz. So. Also ich gucke gerade auf die Uhr, das sagt mir, dass wir schon wieder am Ende angekommen sind. Aber ich sag mal, wir haben einiges geschafft. Wir haben endlich eine Gießerei gebaut im Zwergensaal. Wir haben angefangen Aufzüge zu bauen. Und wir sind noch weiter in die Tiefe vorgestoßen und haben jetzt auch endlich unsere Pilze hier gefunden. Die wir dann, wie ihr seht, können auch schon hier oben anbauen können. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf, mit euch weiter die Höhlen zu erkunden. Und auch, was hier noch alles kommt. Beim nächsten Mal sollten wir mal in Angriff nehmen, ich sage, unseren Arbeitsmarkt ein bisschen zu reformieren. Das gefällt mir noch nicht ganz. Schneidern müssen wir natürlich auch mitmachen, das kommt noch. Ja, und der kann auch nicht mal mehr Bergbau betreiben.
Auch dass man vielleicht einen nur für den Transport einteilen, der Waren von A nach B dringt. So, genau. Wer einen fürs Ernten wird wahrscheinlich nicht langen. Müssen wir schauen. Gucken wir uns in Ruhe mal an. Auch dass wir denen vielleicht die beste Ausrüstung geben, die man haben kann. Und ja, vielleicht aus Mithril schon was basteln. Mal gucken. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich gerne über Kommentare freuen. Gerne auch Daumen nach oben. Und natürlich gerne das Abo nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal dann, euer Lausbieber.